Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog mit Marco Heckel. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Therapreta-Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde und positive Nachrichten zur Erdentwicklung. Und um eine solche positive Nachricht soll es auch heute gehen. Eine Nachricht, die im angelsächsischen Raum sich schon etwas weiter verbreitet hat seit ein paar Jahren, beziehungsweise ein Nachrichtenüberbringer, der das besonders anschaulich darstellt, nämlich der Hans Rösling. Hans Rösling, ein schwedischer Professor, 1948 geboren, war Professor für internationale Gesundheit am Karolinska-Institut in Stockholm und wann hat er angefangen? Die ersten Videos gibt es, glaube ich, von 2011. 2006 vielleicht sogar, der hat festgestellt bei dem Unterrichten seiner Schüler, dass die eine Weltsicht haben, im Grunde 1950, 1960 ist. Hier die Entwicklungsländer, da die Industrieländer, die arm, die reich und Bevölkerungsexplosion und Katastrophe und die Welt geht unter und alle werden immer ärmer und immer kränker und so. Und das war die Weltsicht seiner Studenten und er dachte, das passt mit den Daten überhaupt nicht zusammen. Und um das in Übereinstimmung zu bringen, um den Leuten die Daten nahezubringen, die offensichtlich so ja verklausuliert in Statistiken verborgen sind, hat er alle möglichen Versuche unternommen, diese Daten auch besonders anschaulich zu visualisieren, darzustellen. Hat dazu eine Stiftung gegründet, Gapminder.org, nach dem Spruch der Londoner U-Bahn, Mind the Gap, den Wissensspalt überwinden, der da zwischen Realität und Realität klafft bei einem Großteil der heutigen Bevölkerung. Er setzt sich also für eine auf Fakten beruhende Weltsicht ein. Und der Spruch ist, let my data set change your mindset. Lass meine Daten deine Weltsicht verändern. Und das hat er auch bei vielen, vielen Millionen Menschen geschafft. Insbesondere auch interessanterweise bei Eliten. Bill Gates, Al Gore und andere sind offensichtlich sehr eng mit ihm in Kontakt gekommen. Er erzählt eine Geschichte, wo ihn Al Gore geschüttelt hat und gesagt, why didn't I know that? Warum habe ich das nicht gewusst? Offensichtlich haben sie da politische Entscheidungen getroffen, ohne diese grundlegenden Fakten zu kennen, ohne sich im Grunde auf die tatsächliche kommende Zukunft vorzubereiten und immer noch in einer Welt zu agieren, die eigentlich seit 1960 Geschichte ist. Nämlich, dass wir ihr habt da Dutzende wunderbare Vortragsvideos von Hans Rösling, der hat eine Software entwickelt, in dem er Bevölkerungsdaten, Bevölkerungsentwicklung, Gesundheitsdaten, Einkommensdaten und alles mögliche andere sehr anschaulich visuell darstellen kann. Seine Bubble Graphs, seine Kugeldiagramme, in dem eine Kugel jeweils die Größe, eine Kugel ist ein Land, China, Indien, Amerika, USA, die Größe der Kugel ist die Bevölkerungsanzahl, die Farbe ist der Kontinent und dann springt diese Kugel auf dem Diagramm über die Zeit hinweg, bewegt sie sich, wie hoch ist das Einkommen, wie hoch ist die Kindersterblichkeit, wie hoch ist das Lebensalter, das durchschnittliche Lebensalter der Leute, wie alt werden die, war so in der Lage, Informationen, die man so vorher ja nur aus trockenen Zahlen sich mal hätte rausziehen können, so wunderbar visuell darzustellen, dass er wirklich eine sehr, sehr große Masse damit erreicht hat und dass er sie noch nicht erreicht hat, das werden wir heute ändern. Ich werde mal gucken, ob ich eines dieser Kurzvideos von ihm mit einbinde, dass ich vielleicht mal kurz diesen Zeitraum 1810 bis 2010 vielleicht mit einbinde. Wenn nicht, in die Beschreibung gucken, das ist das erste Video, was ich da verlinkt habe. 200 Jahre Weltgeschichte in 5 Minuten. Über 120.000 Zahlen, Nummern visualisiert, Entwicklung
der Welt in den letzten 200 Jahren. Und was ist in den letzten 200 Jahren passiert? Es ist der absolute Hammer, wenn man sich das tatsächlich mal vorstellt, klar macht, was wir in den letzten 200 Jahren geleistet haben, was für einen unglaublichen Fortschritt an menschlichem Lebensglück, an Gesundheit, an Lebensspanne, an Reichtum wir geschaffen haben. Da wollte ich Sie jetzt so ein bisschen dran teilhaben lassen. Wie gesagt, wenn Sie irgend können, gucken Sie erstmal das Video unten auf Stopp, Pause, gucken Sie sich 5 Minuten Video. Und bei mir ist es tatsächlich so, alle paar Monate kriege ich wieder den Jeeper und muss wieder mal gucken, hat der Hans Rösling vielleicht noch ein paar andere Videos aufgenommen. Leider ist er dieses Jahr verstorben mit 69 Jahren, aber gibt es da vielleicht noch andere Ressourcen, habe ich da noch was übersehen, stellt da noch andere Details da, wir werden ein bisschen durchgehen, was er so alles für erstaunliche Nachrichten gebracht hat, die also wirklich sehr, sehr optimistisch stimmen für die Zukunft. Eine der wesentlichen Entwicklungen, die vielen in diesem Ausmaß nicht klar ist, dass im Jahre 1810, im Grunde zum frühen Beginn der Industrialisierung, in England ging es ja mehr oder weniger los, England und kurz danach Deutschland, dass zu diesem frühen Beginn der Industrialisierung praktisch 90%, 95% der Menschen mit unter einem Dollar am Tag, heutiger Dollarwert, mit unter einem Dollar am Tag leben mussten. Die Ärmsten der Ärmsten in den Entwicklungsländern heute, wo die Kinder den Fliegen übers Gesicht laufen im Fernsehen immer, die nicht wissen, ob sie genug zu essen haben, die sich keine Schuhe leisten können, geschweige denn mal irgendeine Fahrt ein Motorrad, ein Fahrrad, das ist da noch weit, weit entfernt, da ist man kämpft man ums tägliche Überleben, um das tägliche Essen, das tägliche Brot, da geht man oftmals hungrig ins Bett in dieser Armutsklasse, unter einem Dollar am Tag. Und das war der, über 90% der Weltbevölkerung lebte, und das auch in den noch nicht Industrieländern, Deutschland, Frankreich und England. Das war der normale Lebensstandard. So hat man gelebt. Unter extremster Armut haben wir morgen noch genug zu essen. Kindersterblichkeit, über 50%, Kinder unter 5 Jahre, über 50% davon tot. Und eine durchschnittliche Lebenserwartung von 30 bis 40 Jahren. Ganz stark runtergezogen durch die hohe Kindersterblichkeit, aber auch Infektionskrankheiten. Und ja, also 60-, 70-Jährige waren da schon die Alten. 80-Jährige schon die absolute Ausnahme, wenn man sich heute mal umguckt, wie viele 90-Jährige und über 90-Jährige, 100-Jährige man zum Teil persönlich kennt oder in der eigenen Familie gibt. Also das ist ein enormer Unterschied zu damals. Aber speziell auch das Durchschnittsalter unter 30, unter 40 Jahre. Und zwar alle. England, Deutschland, Frankreich, Europa, USA, China, Indien, noch ein bisschen schlechter dran. Die einen eher so bei 35, die anderen eher so knapp unter 30 Jahre Lebenserwartung. Aber alle in unglaublicher Armut, die heute, ja, extremste Armut überhaupt. Dann Startschuss, industrielle Entwicklung geht los. Dampfmaschine, fossile Energien, Webmaschinen, Kohleabbau. Und der langsame Beginn Zugtechnologie, die Bahn, der Ausbau der Bahn in England. Ein ganz langsamer und quälender Anfang dieser Industrialisierung mit erstmal großen Verwerfungen auch. Aber mit im Grunde haben wir über 100 Jahre gebraucht, damit das so richtig in Gang kommt. Mit einem langsamen, besseren Reichtum, über 400 Dollar im Jahr, also über 1 Dollar am Tag, 2 Dollar, 3 Dollar. Endlich kommt man mal ein bisschen, dass man mal aus dieser täglichen Hungersnot herauskommt und in eine stabile Versorgung. Wir haben endlich für alle regelmäßig genug zu essen. Wir haben sauberes Wasser. Bis 1900 sind die Leute noch
in den großen Städten und so sonst so an Choleraepidemien gestorben, die schlicht durch Fäkalien im Trinkwasser hervorgerufen wurden, was letztendlich ein nicht vorhandenes oder schlechtes Abwassersystem bedeutete. Wo man im Grunde auf die Straße schiss oder in Plumpsklos mitten in der Stadt einfach in die Erde, das kontaminiert die Brunnen. Also diese Entwicklung, langsame Entwicklung hin zu mehr Gesundheit, hin zu mehr Reichtum, ganz langsam, ganz quälend über 100, 150 Jahre in den Industrieländern. Nicht nur die, alle Länder kommen langsam in Gang, auch ab 1900 fängt Japan an, eine Aufholjagd zu starten, 1920, 30. China kommt langsam in Gang, nachdem die Kolonialisierung beendet ist, und Indien. Heute, Stand 2010, es gibt nicht ein Land mehr, nicht ein Land auf dieser Erde. Selbst das ärmste Land in Afrika, was eine Lebenserwartung unter 40 Jahre hat, die sind alle über 40 Jahre. Das schlechteste Land heute ist besser als das beste Land vor 200 Jahren. Es gibt weltweit, die Kindersterblichkeit liegt bei unter 1%. 50% unter 1%. Heute überleben die Kinder. Nicht zwei von drei Kindern sterben dir weg, sondern von 100 Kindern überleben 99 und sogar über 99. Das weltweite Durchschnittsalter, also die erwartbare Lebenszeit, liegt inzwischen über 70 Jahre. Über 70 Jahre. Und das Einkommen, durchschnittliche Einkommen in den westlichen Staaten über 30, 40, 50.000 Dollar. Aber auch in den ärmeren Staaten, also unter 5.000 Dollar, gibt es eigentlich keinen mehr. Das heißt, diese extreme Armut ist Geschichte. Das gleichzeitig bei einem enormen Bevölkerungswachstum, und wir werden noch feststellen, dass das Bevölkerungswachstum nicht zufällig war. Das war eine notwendige Folge dieser Entwicklung, die aber auch sich wieder umkehrt, die auch schon der Lösung zuschreibt. Und Let My Data Set Change Your Mindset. Hans Rösling hat dann seinen Schülern ein paar Fragen gestellt. Eine habe ich jetzt schon verraten. Was ist die durchschnittliche Lebenserwartung auf der Welt? Und jetzt mal ganz ehrlich, was hätten Sie gesagt? 60, 70, 80 Jahre? Die Antwort ist inzwischen über 70 Jahre. 50% der Bevölkerung von Schweden und Deutschland und so weiter, die er gefragt hat, über 50% sagten unter 60 Jahre. Ist seit 40 Jahren nicht mehr wahr. Alphabetisierung. Wie hoch ist der Anteil der lesen und schreiben können Menschen auf der Welt? Also die haben grundlegende Schulausbildung genossen. Alphabetisierung. 40%, 60%, 80%. 20% der Bevölkerung sagen, es waren, also 20% der Leute, die gefragt wurden, sagen, über 80% sind alphabetisiert. Nur 20%. 80% glauben, es ist weniger. Es sind inzwischen über 80% alphabetisiert auf der Welt. Auch die Frauen, auch die Mädchen. Zur Schule schickt man die Mädchen, auch in den armen Ländern, auch in den patriarchalen Ländern, sage ich mal. Das passiert zumindest. Anteil der Bevölkerung, der in extremer Armut lebt, extreme Armut unter 1 Dollar am Tag. Der Anteil der Bevölkerung der mit extremer Armut unter 1 Dollar lebt. Seit 1990, Entwicklung seit 1990 bis 2010, hat dieser Anteil sich verdoppelt, ist dieser Anteil gleich geblieben, hat dieser Anteil sich halbiert. 50% sagen, dieser Anteil hat sich verdoppelt, der Anteil der Bevölkerung, die extreme Armut unter 1 Dollar lebt. Tatsächlich hat er sich halbiert. Die Armut nimmt so schnell ab, so schnell können wir gar nicht gucken. Jeder, der hungert und jedes Kind, was unterernährt ist und mangelernährt ist und nicht mal Schuhe leisten kann, ist eins zu viel. Aber die Entwicklung ist stürmisch, stürmisch in eine reichere Gesellschaft, in eine Gesellschaft, in der praktisch alle genug zu essen haben, alle gutes Wasser haben, alle sich zumindest die grundlegenden Lebensbedürfnisse erfüllen können. Also der Anteil der extremen Armut geht im Sturzflug nach unten, weil gleichzeitig die
Bevölkerung steigt durch einen starken Anstieg der Bevölkerung. Gehen die absoluten Zahlen gehen auch nach unten, aber nicht ganz so schnell, aber der Anteil geht auf jeden Fall stark nach unten. Noch ein paar Zahlen. 2016, Kinder pro Frau. Kinder pro Frau. Wir erleben ja, wir sind im Grunde mitten in einer Bevölkerungsexplosion, ne? Wir hören immer wieder neue Rekorde in der Bevölkerungsentwicklung. In den Industrieländern ist das schon seit 20, 30, 40 Jahren gestoppt. Deutschland 1,44, USA 1,9, skandinavische Länder 1,9, dank einer extremen Förderung von Kindern. Also wir kriegen ganz viel Geld dafür. Asien, wie sieht es denn da aus? In den armen Häusern Asiens, Indien, Bangladesch, was würden Sie sagen? Wie viele Kinder gibt es in Indien und Bangladesch pro Frau, die ärmeren Länder letztendlich Asiens? China sind wir schon bei 1,6 Kinder. Brasilien, Südamerika, 1,76, 1,8 Kinder. Bangladesch. Da, wo sie immer gehört haben, Mensch, die verhungern da, die Flut nimmt die mit, die haben nicht genug zu essen. Die sind bei 2,2 Kinder pro Frau. Gerade mal Erhaltung. 10 Jahre weiter wird die Bevölkerung da anfangen. Naja, die Bevölkerung nimmt noch nicht ab, weil noch viele Kinder jetzt erwachsen werden. Aber dass sich die Entwicklung umkehrt und wir da ähnlich wie in Deutschland und in europäischen Staaten oder in China und in Japan eine Abnehmbevölkerung haben. Das ist schon in den Karten. Das lässt sich gar nicht mehr aufhalten. Interessant vielleicht noch Iran zum Beispiel. Iran, ein Land, was im arabischen Bereich liegt, was relativ lange jetzt noch Frieden genossen hat, was sich gut industriell und wirtschaftlich entwickelt hat die letzten Jahrzehnte. Von wegen, die arabischen Kinder werden uns hier überrennen. 1,8 Kinder pro Frau. Alles unter 2 Kinder, ne, ist Abnahme der Bevölkerung langfristig. Iran ist bei 1,8 Kinder pro Frau. Alle Gesellschaften, die reich werden, die gesund werden, die da fallen die, wo die Frauen und die Eltern Bildung haben, grundlegende Bildung bekommen haben, da fallen die Kinderraten in den Keller. Und zwar typischerweise, interessanterweise, so weit in den Keller, dass die Bevölkerung erstmal abnimmt. Wenn man da nicht Maßnahmen dagegen ergreift, besonders stark Kinderförderung macht, wie die skandinavischen Länder, dann kommen die unter 2 Kinder pro Frau raus, zum Teil nur 1,4 Kinder pro Frau. Sprich, also eine extrem schnelle Abnahme sogar der Bevölkerung. Deutschland ist so ein Fall, wo die Bevölkerung sehr stark abnehmen wird. Was ich sehr begrüße. Deutschland ist eines der dicht besiedelten Länder der Welt, mit über 200 Menschen pro Quadratkilometer, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Und ja, da kommt fast kein anderes Land der Welt hin, in diese Region der Dichte der Bevölkerung. Frankreich, England, alle weniger dicht besiedelt, deutlich weniger dicht besiedelt. Und natürlich sowieso die großen Flächenländer wie USA, Russland, Brasilien, Indien, alle nicht so stark besiedelt wie Deutschland. Ich begrüße das, wenn hier die Bevölkerung, sage ich mal, in 50 Jahren oder in 70 Jahren auf die Hälfte fällt. Wunderbar, 40 Millionen, dann trampelt man sich nicht mehr ständig gegenseitig auf die Füße. Also eine Entwicklung, die aber ganz typisch ist. Und diese Entwicklung folgt einem ganz bestimmten, gucken Sie sich die Videos von Herrn Rösling an, der dekliniert das ganz systematisch durch. Es geht los mit besserer Gesundheitsversorgung. Dass die Kinder nicht mehr alle, dass wir nicht so viele, nicht so eine hohe Kindersterblichkeit haben. Das bedeutet ordentliche ärztliche Begleitung, Hebammenbegleitung bei der Geburt. Dass man auch mal, wenn nötig, einen Kaiserschnitt hat, dass man nicht Frau und Kind im Kindbett stirbt. Dass man entsprechend bei Entzündungen, bei Infektionskrankheiten Antibiotika hat. Dass Seife, Hygiene, sauberes Wasser und genug Nahrungsmittel vorhanden sind. Also das reduziert schon mal, das sind ja ganz günstige Maßnahmen, wirklich billige Sachen, kann man da die Kindersterblichkeit enorm in den Keller bekommen. Wie gesagt, unter 1, 2%
ist mit billigsten Maßnahmen zu tun, da brauchen sie wirklich nur ein paar Dollar pro Person. Und wenn das passiert, wenn die Kindersterblichkeit so weit absinkt, dass die Eltern merken, Mensch, ich muss ja nicht mehr 8 Kinder in die Welt setzen, damit dann 3 davon vielleicht überleben. Und dieses Leiden, dieses sterbende Kinder, das ist natürlich emotional auch ganz furchtbar anstrengend und traumatisierend für Eltern und Kinder. Ich muss nicht mehr 6 Kinder in die Welt setzen, damit 2 oder 3 überleben. Nein, ich kann mich auf die 2 Kinder, die ich bekomme, auf die 3 Kinder, die ich bekomme, oder auch nur auf das eine Kind, das ich bekomme, kann ich mich konzentrieren, da kann ich drin investieren, das kann ich bilden, das kann ich fördern, da kann ich... Das läuft nicht nur einfach so mit und mal gucken, ob es überhaupt noch 10 Jahre alt wird, sondern da kann man richtig mit Liebe und Wertschätzung investieren in so ein Kind, weil sich das lohnt. Und das dauert ungefähr eine Generation, 20 Jahre, dann ist diese Botschaft in den Elternköpfen drin. Dann wissen die, ich muss nicht mehr so viele Kinder bekommen. Dann ist typischerweise parallel auch eine Bildungsentwicklung, die ja zur Gesundheitsförderung endlich dazugehört, dass man weiß, was man in den wichtigsten Krankheitsfällen zum Beispiel zu tun hat, wie man sich ernährt und so. Das, also einfach mal Grundschulbildung, Lesen, Schreiben, Rechnen, gewisser Zugang zu Medien, dann ist das Bild nicht mehr, ich bin mein Motto als Frau ist, ich werde 20 Jahre lang nur Kinder bekommen und davon wird die Hälfte sterben. Nein, die wollen dann auch diesen extrem anstrengenden Prozess des Kinderkriegens und Großziehens auf die Kinder konzentrieren, die eben sicher durchkommen, jawohl. Sprich, ganz schnell, sobald die Bildung der Frau da ist, haben wir die Abnahme in der Bevölkerung, in der Kinderzahl. Aber das dauert eben 20 Jahre. Am Anfang kriegen die noch 6 Kinder und die überleben plötzlich die 6 Kinder. Und das ist erstmal 10, 20 Jahre lang so. Und bevor das dann eben durchgetriggert ist, da haben wir eine Verdoppelung, eine Verdreifachung, eine Vervierfachung der Bevölkerung in diesen Jahrzehnten, die das braucht, bis das die Generationen begriffen haben, aha, meine Kinder überleben, es lohnt sich, weniger Kinder zu haben und die besser großzuziehen, mehr darin zu investieren. Desto besser die Gesundheitsversorgung ist, desto mehr Kinder überleben, desto besser das Leben ist, desto reicher die Leute sind, desto besser sie Nahrungsmittel, Wasser und vielleicht auch mal ein Fahrrad vor der Tür haben. Idealerweise eine Waschmaschine. Die Waschmaschine, die große Errungenschaft der westlichen Welt, die Frauen von jede Woche viele Stunden anstrengendster Arbeit entbunden hat. Diese Errungenschaft, die Leute wollen Waschmaschinen. Selbst die hartesten Ökokrieger waschen ihre Jeans nicht selber, sondern bringen sie in die Waschmaschine. Genau, also der Weg zu mehr Reichtum, der Weg zu einer sinkenden Bevölkerung bzw. zu einer stabilisierten Bevölkerung erstmal, führt über bessere Gesundheitsversorgung, über das Überleben der Kinder, dann das Begreifen der Bevölkerung, aha, die Kinder überleben, und dann in der Folge die rasante Reduktion der Kinderzahlen. Und typischerweise so tief, dass man sogar ein Schrumpfen der Bevölkerung über noch unbestimmte Zeiträume bekommt. Ich denke, das wird sich irgendwann in 100 Jahren oder so vielleicht auch mal wieder umkehren, aber aktuell haben wir in den Industriegesellschaften, in den reichen Gesellschaften Kinderzahlen unter 2 Kinder pro Frau. Das heißt, alle diese Gesellschaften schrumpfen. Und alle anderen Gesellschaften, auch da, wo jetzt zum Beispiel die ganzen Flüchtlinge zu uns kommen, die aus Gesellschaften kommen, die zum Teil noch sehr, sehr hohe Kinderzahlen haben. Da sind die auch im Sturzflug inbegriffen, diese Kinderzahlen. Die sind nicht, die bleiben jetzt nicht 20 Jahre auf 5, 6 Kinder pro Frau. Die sind in 10 Jahren, sind die auch bei 2,5, 3 Kinder und weniger. Wie gesagt, Iran ist schon bei unter 2. Syrien ist bei 2,2, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Ein paar Länder, die wirklich Probleme haben, wo diese Zahl noch nicht gefallen ist, wo wir sehen, im Grunde kann man daran wunderbar auch die gesellschaftliche Entwicklung ablesen, wie gebildet, wie frei, wie entwickelt ist denn diese Gesellschaft schon, wie reich
Afghanistan, über Jahrzehnte Krieg, erst mit den Engländern, dann mit den Russen, jetzt mit den Amis. Wir sind auch dabei. Selber sind sie auch nicht sonderlich friedlich, also man kann da auch relativ leicht Kriege anfangen. Afghanistan, 5,2 Kinder pro Frau. Die pumpen die Soldaten nur so raus. Wie Gunnar Heinsohn so schön sagt, alle 3 Monate produzieren die überflüssige männliche Bevölkerung im Rahmen der kompletten da stationierten ISAF-Soldaten. Und der Grund dafür ist, es findet keine, in den 60er Jahren wurde die wirtschaftliche und soziale Entwicklung dort abgebrochen. Dieses Rad zurückgedreht, patriarchaler, militaristischer, Armut. Was die brauchen, ist Entwicklung. Was die brauchen, ist gute Gesundheitsversorgung, Nahrungsmittel und eine wirtschaftliche Entwicklung. Und dann sollst du mal sehen, in 10, 20 Jahren ist das Problem Afghanistan auch gelöst. Irak war eigentlich auf einem sehr guten Weg in den 90er Jahren. Richtig schöne Städte, beginnende gute wirtschaftliche Entwicklung, Bildung. Dann die USA zurück in die Steinzeit gebombt, den Irak mit Saddam Hussein nochmal 2003. Seitdem ein Failed State, ein gescheiterter Staat. Leider, 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 die Kinderzahlen da noch bei 4 Kinder pro Frau. Auch fallend, selbst unter diesen schwierigen Bedingungen fallend, aber natürlich, sobald da ein funktionierender Staat und ein bisschen wirtschaftliche Entwicklung kommt und das Gesundheitssystem wieder funktioniert, sind die Zahlen da auch im Keller. Davon könnt ihr ausgehen. Niger, Nigeria, zwei verschiedene Staaten, Niger und Nigeria, Subsahara-Afrika, also die afrikanischen Staaten unter der Sahara, das sind die Problemstaaten auf der Welt. Niger 6,6 Kinder pro Frau, Nigeria war es glaube ich 5,2. Die haben historisch ein schweres Erbe zu tragen, dass sie über mindestens 1000 Jahre Sklaverei Zulieferstaaten waren, dass es da militarisierte Staaten gab, die nichts anderes taten, als Sklaven zu liefern. Ganz groß an die islamischen Staaten, an Kalifat und Osmanisches Reich über 1000 Jahre, die Mamelucken, die Eunuchen, aber auch ein paar, ein, zwei, drei Jahrhunderte auch nach Brasilien, Südamerika und Nordamerika. Also das hat diese Staaten so, ja, also diese Kultur so über 1000 Jahre zerstört, da muss man erstmal rauskommen. Aber auch da eine sehr, sehr positive Entwicklung. Es geht quälend langsam, aber wenn man mal sehen will, was langsam geht, 1810 bis im Grunde 1960, 150 Jahre für eine Entwicklung raus aus der Armut, raus aus der Kindersterblichkeit, rein in einen grundlegenden Reichtum und eine längere Lebenserwartung und ich sag mal ein menschenwürdiges Leben. Dafür haben die Industrieländer, angefangen mit England, Deutschland nachgezogen, Frankreich, Europa, USA, dafür haben die Industrieländer 150 Jahre gebraucht in einem quälend langsamen Prozess. Die afrikanischen Länder, die Bangladesch hat diesen Prozess quasi in 30 Jahren durchgemacht, also ist jetzt eigentlich auf einem Entwicklungslevel wie Europa vor 60, 70 Jahren. Eigentlich schon weiter, 50 Jahre. Die amerikanischen Staaten sind auch auf diesem Weg. Man kann die Zahlen sehen. Es geht in die, wie Hans Rösling so schön sagt, in die reiche und gesunde, healthy, wealthy corner of the world. Every country is moving up there. Mehr oder weniger schnell, aber tendenziell die zu Spätkommer, die sind auch schneller. Die bewegen sich deutlich schneller, weil man schon weiß, wie es geht. Man weiß, wie man die Gesundheitsversorgung aufbaut. Man weiß, was man braucht. Sauberes Wasser, genug Nahrungsmittel, grundlegende Gesundheitsversorgung, ein Start einer wirtschaftlichen Entwicklung, grundlegende Bildung für die Frauen. Dann geht das ganz schnell, dass diese Werte sich verbessern. Genau, also das Problem in Asien, Bevölkerungswachstum ist schon gestoppt. Europa, Asien ist eigentlich schon fast am Sinken. China geht bald los, dass es sinkt mit 1,6 Kindern pro Frau und fallend. Japan sinkt schon rapide. Südkorea sinkt rapide. Die anderen Staaten in Asien, ne, entwickeln sich, aber keines ist da irgendwie bei über 2,5 Kinder pro Frau. Die sind alle im Sturzflug inbegriffen.
Asien ist bevölkerungsentwicklungstechnisch abgehakt. Europa schon noch länger abgesagt, da fällt die Bevölkerung schon wieder. Und das schon im Grunde seit 20 Jahren nur durch einen verstärkten Zuzug aus afrikanischen, arabischen Ländern hat sich das hier vorübergehend verzögert, dass hier die Zahlen auch fallen der Bevölkerung. Das wird Fahrt aufnehmen in den nächsten Jahrzehnten, dass die Bevölkerung hier fällt. Und da können auch die Flüchtlinge nicht so viel dran ändern, weil selbst wenn hier Menschen aus Afrika, arabischen Staaten kommen und weiter, selbst wenn die aus Staaten kommen, die hohe Kinderraten haben, was oftmals gar nicht der Fall ist. Syrien, wie gesagt, ist glaube ich bei 2,2, Iran ist bei 1,8. Die Subsahara-Afrika-Staaten, die sind okay, die sind bei 5,2 oder 6,6. Das sind noch hohe Zahlen, aber die sind hier eine Generation und dann ist es vorbei. Dann haben die genau die gleichen niedrigen Kinderzahlen wie die Deutschen. Das heißt, die werden das Problem jetzt nicht in dem Sinne nachhaltig lösen, dass wir jetzt plötzlich hier dass die jetzt ewig deutlich mehr Kinder kriegen als die einheimischen Deutschen. Das wird nicht passieren. Die gehen genauso runter wie die deutsche Bevölkerung. Das heißt, Südamerika, Nordamerika, Brasilien haben wir inzwischen eine Kinder pro Frau von 1, unter 1,8. Dieses große Land Brasilien, 210 Millionen Einwohner, kann sich über kurz oder lang auf fallende Bevölkerungszahlen einstellen. Und das gilt für ganz Südamerika, Mittelamerika, da ist kein Bevölkerungswachstum mehr. Es wird über kurz oder lang sogar runtergehen und es wird beschleunigt runtergehen. Der einzige Kontinent, wo man noch deutliches Wachstum absehen kann, weil die eben verzögert in diese soziale, gesellschaftliche Entwicklung reingekommen sind, durch schwierige historische Ausgangslagen, ist Afrika. Und ich glaube, die exakte Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Guckt euch die Videos von Hans Rösling an. Der schlüsselt das wunderschön auf. So und so viel, 1 Milliarde in Nord- und Südamerika. 2 Milliarden in Asien, 2, 3, 4 Milliarden in Asien, 1 Milliarde in Europa und ein paar benachbarte Sachen. Und Afrika aktuell 1 Milliarde, sodass wir auf 7 Milliarden kommen. Und Afrika, es ist nicht ganz klar, wie schnell dieser Absturz in den Kinderzahlen der Frau kommen wird. Er ist unterwegs, es ist aktuell passiert, jedes Jahr fallen die Kinderzahlen und tendenziell wird man immer überrascht, die fallen immer schneller als man denkt, weil die hinterherkommen in der Entwicklung es leichter haben, diesen Prozess durchzumachen als Deutschland und England, die diesen Prozess angefangen haben und die USA. Das heißt, wir werden wahrscheinlich überrascht werden, wie schnell es geht, aber in Afrika schätzen wir noch, dass dort 3 bis 4 Milliarden Menschen, das heißt, die heutige Bevölkerung in Afrika wird sich verdreifachen bis vervierfachen. Heute 1 Milliarde auf 3 bis 4 Milliarden. Wird sich diese Bevölkerung noch erhöhen? In allen anderen Kontinenten ist der Bevölkerungszuwachs gestoppt, vorbei. Afrika ist ein riesiges Land. Wenn die es schaffen, eine moderne Landwirtschaft umzusetzen, so wie sie in Asien, in Südamerika, in Europa Realität ist, wenn sie dort ihre Ressourcen tatsächlich nutzen, können die problemlos ihre 3, 4 Milliarden Menschen ernähren. Das ist von den Ressourcen her überhaupt kein Problem. Land hat Afrika auch. Desto schneller wir ihnen helfen, reich zu werden, gesund zu werden, dass ihre Kinder überleben, dass eine wirtschaftliche Entwicklung losgeht, dass auch mal ein Motorrad vor der Tür steht. Desto schneller wird dort die soziale Entwicklung gehen, desto eher werden die Kinderzahlen da fallen. Und das war das, was den Al Gore, als er da den Hans Rösling geschüttelt hat, why didn't I know that? Ne, die Eliten sind ja zum Teil da mit grausamen Ideen in der Welt, dass sie da vielleicht die Weltbevölkerung über Kriege oder sonst wie reduzieren wollen oder mit anderen Maßnahmen. Prinzipiell traue ich ihnen alles zu, aber der Punkt ist, das funktioniert überhaupt nicht. Kriege vermehren die Bevölkerung, weil es der Bevölkerung schlechter geht, weil mehr Kinder sterben, weil die Gesellschaft patriarchaler ist. Die Stellung der Frau muss verbessert werden, die Kinder müssen überleben, die Leute müssen reich werden und dann
fallen die Kinderzahlen. Das heißt, wer die Bevölkerung reduzieren will, muss dafür sorgen, dass es den Leuten gut geht. Beziehungsweise wer die Bevölkerung stabilisieren will. Und eine andere Nachricht, die wir hätten wissen sollen und jetzt sich ins Gehirn brennen können, indem sie vielleicht nochmal ein Dutzend Mal verschiedenste Videos von Hans Rösling gucken. Eine andere Nachricht ist die von dem Peak Child. Peak Child, wir haben alle schon mal Peak Oil gehört, ne? Peak Oil, angeblich sollte im Jahr 2000 das Öl alle sein, beziehungsweise Peak Oil mindestens überschritten und die Preise ins Unendliche absegeln. Danach sieht es nicht aus, Öl und Gas blubbert überall aus der Erde. So viele Vorkommen, wie wir ausbeuten könnten, ja, sei es Griechenland, sei es Brasilien, sei es Venezuela, wie sie, alle diese Vorkommen können die Welt für 100 Jahre versorgen. Wir haben unendliche Mengen von fossilen Ressourcen. Peak Oil kam nicht. Aber was gekommen ist, ist Peak Child, also das Maximum an Kindern in der Welt. Das war auch so eine Frage, die er den seinen Studenten und dann vielen Frageaktionen in seinen Vorträgen den Zuhörern gestellt hat. Was glauben Sie, wie sich seit 2000 die Kinderzahlen entwickelt haben? Sind heute mehr Kinder in der Welt als im Jahr 2000? Weniger Kinder in der Welt oder genauso viele? Und die meisten haben gesagt, es sind viel mehr Kinder in der Welt. Die Bevölkerung steigt ja. Und tatsächlich ist die richtige Antwort, die Kinderzahl hat im Jahr 2000 seinen Höhepunkt erreicht. Kinder bis 15 Jahre sind seit dem Jahr 2000 mit 1,9 Milliarden stabil. Ist nicht gestiegen. Warum steigt denn dann die Weltbevölkerung, wenn die Kinderzahlen nicht steigen? Oh, da hat der Herr Rösling schöne Videos. Mit Klopapierrollen. Jede Klopapierrolle eine Milliarde. Stapelt er übereinander und zeigt, ja, die Kinder haben wir schon, aber die Erwachsenen noch nicht. Die Bevölkerung hat zugenommen. Wir haben eine sehr junge Bevölkerung in vielen dieser jungen gesellschaftlichen entwickelten Länder. Haben wir eine sehr junge Bevölkerung. Die Kinderzahlen sind schon stabil, aber die Alten sind ja noch gar nicht da. Jetzt müssen die erstmal alt werden. Die müssen, die Erwachsenen, die kriegen eine Auffüllung, dass wir nicht mehr diese Weihnachtsbaum-Bevölkerungspyramide haben, sondern eine Bevölkerungssäule, wie sie ja auch ideal sein sollte. Die Kinder, die geboren werden, die überleben auch im Durchschnitt bis 80 Jahre. Das heißt, wir kommen eigentlich eine Bevölkerungssäule hin. Diese Säule muss sich jetzt auffüllen. Wir starten unten mit einer breiten Basis und jetzt füllen sich, in 15 Jahren haben wir dann die vielen 30-Jährigen, in 45 Jahren haben wir dann die 30- und bis 45-Jährigen und es dauert jetzt quasi noch 50 Jahre, 65 Jahre, bis sich diese ganzen Generationen aufgefüllt haben. Das heißt, die Entwicklung ist im Grunde schon weltweit gesehen abgeschlossen. In Afrika haben wir zwar noch eine Zunahme der Kinderzahlen, aber in allen anderen Ländern haben wir schon eine Abnahme der Kinderzahlen. Das gleicht sich aus. Sprich, weltweit haben wir schon eine Stabilisierung der Kinderzahl und alles, was jetzt noch passiert, ist eine Auffüllung der Erwachsenen. Und das kann man wunderbar projizieren, da muss man nicht spekulieren. Tendenziell wird das schneller passieren, als wir glauben. Sprich, ungefähr im Jahr 2050 werden wir schon eine stabile Weltbevölkerung haben. Und zwar stabil zwischen 9 und 10 Milliarden. Wird es bis 2100 noch auf maximal 10, in kühnsten Prognosen 11 Milliarden ansteigen. Aber das ist es. Tendenziell wird diese Entwicklung schneller gehen, als wir denken. Das heißt, eventuell sogar schon vor 2100 wieder ein Fallen der Weltbevölkerung. Also, Hans Rösling sagt, wenn Sie planen, liebe Regierung, liebe Welt, planen Sie für 10 Milliarden. Das ist die Zahl. 10 Milliarden Menschen wird diese Erde bekommen. Das ist durch nichts mehr aufzuhalten. Das ist schon unterwegs. Dieser Zuwachs ist schon gestoppt, aber das füllt sich jetzt noch auf. 10 Milliarden und dann, wenn alle Länder in die Entwicklung gekommen sind, gesund,
so, dass die Lebensbedürfnisse erfüllt sind, mindestens so reich, dass sie eben 40, 50 Dollar und mehr am Tag haben, sprich sich auch eine Waschmaschine leisten können, dann ist das Bevölkerungswachstum nicht nur gestoppt, sondern wird irgendwann vor dem Jahr 2100 sogar wieder fallen. Und zwar gestoppt bei 10 Milliarden. Und für 10 Milliarden haben wir genug. Wir haben genug zu essen, das ist heute absolut absehbar. Die Landwirtschaft wird dieser Herausforderung gewachsen sein. Wir werden genug zu essen haben für die. Wir werden genug Energie haben für die. Wir werden genug Ressourcen für die. Tatsächlich ist es ja sogar so, Deutschland, eines der dicht besiedelsten Länder der Welt, wo auch viel Abbau von Bodenschätzen betrieben wird. Und wir haben eines der saubersten und Wolf und Bär kommen zurück. Und wenn wir die Landwirtschaft noch etwas mit der Natur versöhnen, siehe mein Video Immer grüner Acker, auch die Forstwirtschaft hat noch einiges zu leisten. Aber dann widersprechen sich dicht besiedelte, reiche Länder wie Deutschland und eine interessante, intakte, diverse Natur, die ihre Naturleistung vollbringen kann, die Erde grün halten kann, das Wetter und Klima, den Wasserkreislauf am Laufen halten kann, diese natürlichen Funktionen erfüllen kann, das widerspricht sich überhaupt nicht. Und das kriegen wir auch mit 10 Milliarden absolut hin, das ist absehbar. Eine Katastrophe ist nirgendwo in Sicht, im Gegenteil, die Katastrophe hatten wir vor 200 Jahren. Wir sind schon enorm weit rausgekommen und selbst wenn man in einer sehr konservativen Trendlinie fortsetzt, werden wir in 10, 20 Jahren praktisch keine extreme Armut mehr haben auf diesem Planeten, also unter einem Dollar pro Tag. Und wir werden alle in die reiche, gesunde Ecke des Diagramms werden die schönen Kugeln Blasen von Hans Rösling sich bewegen, diese Länder. Was nicht heißt, dass wir nicht gewaltige Probleme noch zu lösen haben, aber absolut eine Untergangsstimmung, was unser Erdökosystem, die Bevölkerung, die Ressourcen, nirgendwo ist wirklich ein Flaschenhals erkennbar, nirgendwo wird es kritisch. In den nächsten Jahrzehnten. Es sieht sehr, sehr gut aus, dass wir tatsächlich mit 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde gut, reich, gesund leben können. Dann vielleicht mit einer sukzessive etwas abnehmenden Bevölkerung, ganz aus natürlichem Grund, weil Frauen weniger Kinder bekommen. Und also mich haut diese Nachricht, wann immer ich sie lese, mich damit beschäftige, verstehe, was das bedeutet, was wir schon geleistet haben, wo wir auch wissen, wie wir den Weg weitergehen müssen. Und es ist fast nicht zu verhindern, weil die Leute wollen sauberes Wasser, sie wollen genug zu essen, sie wollen, dass ihre Kinder überleben, dass sie eine gewisse Gesundheitsversorgung haben. Das ist alles in den Karten. Und selbst durch korrupte Regierungen kaum aufzuhalten, höchstens zu verzögern und durch Krieg und so weiter nur unwesentlich zu verzögern. Selbst ein Krieg, wie wir ihn uns in der Größenordnung überhaupt nicht vorstellen können heute, der Zweite Weltkrieg hat diese Entwicklung nicht wesentlich verzögert. Sie ging vorwärts durch die Industrialisierung, durch das Reicherwerden, durch die bessere Gesundheitsversorgung, hat sich diese Entwicklung aufgetan. Also, das zu Hans Rösling. Ich werde versuchen, da auch ein paar Deutsche mit deutschen Untertiteln, er hat keine deutschen Videos, aber mit deutschen Untertiteln Videos zu verlinken bei TED. Er hat TED Talks gemacht, eine ganze Reihe, kann man da sehr gut ein paar nachhören. Und wie gesagt, also das ist die eine wichtige Nachricht, wenn Sie nicht irgendwo im Wolkenkuckucksheim 1960, hier sind die armen Entwicklungsländer, hier sind die bösen reichen Industrieländer, die ausbeuten, auch diese Beziehung stimmt nicht wirklich. Stimmte damals schon nicht. Aber die ist Geschichte. Alle Länder und auch die Entwicklungsländer haben eine enorme... Es gibt heute eine Welt und die meisten sind in der Mitte, haben schon gute Gesundheit, hohe Lebenserwartung und eine sehr stürmische wirtschaftliche Entwicklung, wie zum Beispiel China, wie Indien,
wie Bangladesch, wie Südamerika, Mittelamerika und große Teile Afrikas. Ja, was passt besser? Ein Produkt versuche ich ja immer vorzustellen bei meinen Videos. Und was passt besser zu dem Thema Gesundheitsbevölkerung, gesunde Lebensmittel, ausreichend Nahrung und sauberes Wasser, wesentlichster Faktor, sauberes Wasser, dass man da nicht täglich vergiftet, ein Wasserfilter. Nun kommt bei uns aus dem Wasserhahn schon recht sauberes Wasser an. Ist jetzt nicht so, dass wir hier ein lebensgefährliches Problem zu bewältigen haben, aber wir haben ja aktuell durchaus einige Probleme im Wasser mit Pestiziden, Atrazin, Glyphosat, Nitrat, Nitrit, die da mitunter im Wasser sind, da von den Wasserwerken nur zum Teil rausgefiltert werden können. Also gerade organische Verunreinigungen, Schwermetalle spielen eher nicht nur die Rolle, wenn dann über das Leitungssystem, das da ein bisschen reinkommt. Aber ein Wasserfilter direkt anzubringen am Wasserhahn, einfach aufschrauben. Und dann hat man hier so einen kleinen, also am Wasserhahn in der Küche, dann stellt man den auf den Waschtisch und ansonsten hat man hier einen kleinen Haken, einen kleinen Hahn. Wenn das so steht, dann läuft das Wasser. Wenn das quer steht, dann läuft das Wasser durch den Schlauch, durch den Filter und kommt hier gefiltert raus. Wenn der gerade steht, dann fließt das Wasser durch ganz normal durch den Wasserhahn mit einem kleinen Perlator und kann man ganz normal als Küchenwasserhahn benutzen. Also kann man auf jeden Wasserhahn eigentlich aufschrauben, gibt es auch entsprechende Adapter, die da mitgeliefert werden. Der Sanuno Carbonit Wasserfilter, ganz einfach, ganz billig, 168, 169 Euro, glaube ich, haben wir den im Shop. Also eine der einfachsten und günstigsten Formen von Wasserfiltern. Und so sieht dann so ein Filter aus. Und da wird es natürlich für mich interessant, weil der Filter ist nicht irgendein Filter, sondern ein Filter aus Holzkohle, aus Carbon. Carbonit, also eine spezielle Form von Holzkohle, die noch mit Wasserdampf aufgebrochen wurde. Weil wir ja ein EM-Shop sind, EM mit effektiven Mikroorganismen arbeiten, es gibt ja auch EM-Keramik. Das ist Ton, der mit EM fermentiert wurde, gebrannt wurde, gemahlen wurde, EM-Keramikpulver. Und tatsächlich gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Firmen, die Wasserfilter mit EM-Keramik herstellen. Man kann das natürlich auch irgendwie selber da reinbasteln an den paar Orten, diese Röhrchen. Aber eine schöne Variante ist natürlich, wie die Firma Carbonit das gemacht hat, die EM-Keramikpulver direkt mit dem Carbon in die Filterkartusche zu basteln. Das heißt, hier wurden Carbon, also Holzkohle und EM-Keramikpulver gemischt, als Filterpatrone gepresst. Und das Ding muss man, ja, die sagen alle halbe Jahre, mit dem EM-Keramik würde ich sagen, einmal im Jahr muss man diese Patrone wechseln. Bis 10.000 Liter Wasser, da kommt man nicht hin. Also so viel wird man sowieso nicht produzieren. Und ja, eine sehr einfache und günstige Form der Wasserfilterung für Trinkwasser, die alle denkbaren organischen Giftstoffe rausnimmt, Schwermetalle rausnimmt schickerweise eben mit Kohle funktioniert. Und es funktioniert so, dass es eben die Giftstoffe bindet an dieser Kohleoberfläche, weil das ist das, was Kohle macht, organische Stoffe, sehr oft auch Giftstoffe zu binden. Und tatsächlich werde ich diese Kohle typischerweise auch dann zerhacken und in den Garten und meinen Kompost streuen, wenn die Patrone dann durch ist. Genau, für Terra Preta im Garten. Also, das die gute Nachricht des Tages und meine dringende Bitte, verharren Sie nicht im Weltbild der 1950er, 1960er Jahre in einer unstoppbaren Bevölkerungsexplosion. Die Bevölkerungsexplosion ist vorbei. Sie ist schon Geschichte. Es spielt sich noch ein bisschen aus. 2050 9 Milliarden, 2100 maximal 10 Milliarden. Das war's. Danach geht's runter. Wahrscheinlich vorher schon runter. Peak Child ist schon erreicht. Mehr Kinder wird es nicht geben auf der Welt als heute. Und es hat in den letzten 200 Jahren eine unglaubliche Entwicklung hin zu mehr Gesundheit, Reichtum und Lebensglück für die Menschen stattgefunden. Und
Und es deutet nichts darauf hin, dass sich diese Entwicklung verlangsamt. Im Gegenteil, es wird schneller. Die Staaten, die jetzt noch, also alle Staaten sind da sehr gut unterwegs bei, aber die Staaten, die da jetzt noch aufzuholen haben, die werden das in wenigen 10, 20 Jahren schaffen, was die Industrieländer in 150 Jahren langsam und quälend sich den Weg vortasten mussten. Genau, also das, die gute Nachricht, planen Sie nicht mit der Katastrophe morgen, die wird nicht kommen, jedenfalls nicht in der Form, dass uns die Ressourcen ausgehen, dass die Bevölkerungsexplosion uns um die Ohren fliegt, das wird nicht passieren. Da sieht es sehr gut aus. Das heißt, wir können in die Zukunft schauen, uns mal ja, entspannt zurücklehnen und fragen, ja, wenn morgen nicht die Katastrophe kommt, was machen wir denn dann? Was machen wir mit diesem schönen Planeten? Was machen wir mit den 10 Milliarden Menschen? Was können wir denn aus dieser Erde entwickeln? Und mit dieser Gesellschaft? Und darüber dürfen Sie jetzt eine Woche nachdenken. Bis nächste Woche. Herzlichen Dank. Und wie gesagt, nächsten Freitagmittag das nächste Video. Tschüss.